Im Südosten Sri Lankas erstreckt sich entlang eines 35 Kilometer langen Küstenstreifens der 1938 etablierte Yala-Nationalpark. Mit fast 979 Quadratkilometern der zweitgrößte der Insel. Er wird in 5 Zonen eingeteilt, von denen 3 für Besucher zugänglich sind. Wir fahren in die Zone 1, Yala West Ruhuna, den mit Abstand populärsten Abschnitt des Nationalparks. Hier in der recht kargen Savannenlandschaft oder rund um die Wasserreservoirs kann man mit etwas Glück neben den vielen Wasservögeln und Wasserbüffeln auch Schlangen, Krokodile und Elefanten sehen. Bekannt ist der Park aber auch für seine große Leopardendichte. Lange mussten wir warten, aber nun haben wir endlich einen Mungo vor der Kamera. Abschluss und Höhepunkt der Jeep-Tour. Ein Leopard, der sich von den Touristen nicht stören lässt und sich gemütlich die Pfoten leckt. Ein toller Höhepunkt unserer Reise.